Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich heute Abend hier in Esslingen begrüßen. Wir sind in der vierten Veranstaltung unserer Reihe Politische Kultur im Wandel. Und wie bei den drei vorherigen Veranstaltungen will ich damit anfangen, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Thorsten Faas, ich bin Politikwissenschaftler an der Uni Mainz. Und wie bei den drei vorherigen Veranstaltungen sage ich gerne, ich weiß, dass Sie in Baden-Württemberg niemanden aus Rheinland-Pfalz brauchen, der Ihnen erklärt, wie Medien, Politiker, Parteien funktionieren. Ich kann Sie aber beruhigen, ich wohne hier vor Ort und es mag Sie vielleicht an der Stelle besänftigen, beschwichtigen sozusagen, warum ich sozusagen die wieder mal ehrenvolle Aufgabe habe, heute Abend zum Thema Medien von morgen die Veranstaltung zu moderieren. Lassen Sie mich trotzdem, wir werden auch aufgezeichnet heute Abend, Sie können das Ganze später nochmal nachschauen bei Flügel TV, lassen Sie mich deswegen noch ein, zwei Sätze sagen, was der Hintergrund sozusagen dieser Veranstaltungsreihe, die wir insgesamt machen, gewesen ist, was die Idee von mehr Demokratie und der Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen ist, diese Veranstaltung auf den Weg zu bringen. Im Prinzip war unser Gefühl, dass man sagt, es gibt eigentlich weniger Selbstverständlichkeiten. Es wird alles ein bisschen unübersichtlicher, politische Kultur befindet sich im Wandel. Und wenn Sie zurückdenken an den vergangenen, den vorvergangenen Sonntag, muss man inzwischen schon sagen, die Europawahl, Spitzenkandidaten zum ersten Mal keine Sperrklausel. Wir reden eigentlich wieder mehr darüber, in welcher Art von politischem System wir eigentlich leben wollen, wie wir unser politisches System organisieren wollen. Wir streiten nicht nur über Inhalt und Personen, sondern wir streiten auch mehr denn je über die Struktur, in der wir sozusagen politisch oder in der wir politisch agieren wollen. Und man muss dafür auch gar nicht so sehr bis nach Brüssel schauen, sondern gerade hier in der Region Stuttgart, Stichwort Bürgerbeteiligung, Politik des Gehörtwerdens. Auch wir kennen hier ja die Diskussion, in welchem Maße wollen wir eigentlich, wir als Bürgerinnen und Bürger, uns in den politischen Prozess einbringen. Was ist sozusagen die Balance zwischen direkter und repräsentativer Demokratie? Und all das soll sozusagen im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe diskutiert und thematisiert werden. Wir haben ganz, ganz groß angefangen, nämlich mit einem Streitgespräch mehr oder weniger Demokratie wagen. Laszlo Trankowitz war damals unser sozusagen Impulsgeber, der hatte nämlich ein Buch geschrieben, weniger Demokratie wagen, sehr pointiert, weil er gesagt hat, das ist alles viel zu schnell und viel zu hektisch, wir können gar nicht mehr in Ruhe diskutieren. Und wir hatten damals Nadja Braun-Binder, eine Schweizer Kollegin, die den Gegenpart vertreten hat, mehr Demokratie wagen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger in stärkerem Maße einbeziehen. Und dieses Streitgespräch stand sozusagen über unserer Veranstaltungsreihe insgesamt und war der Aufschlag für diese Reihe. Und wir haben dann in einer Reihe von Veranstaltungen versucht, verschiedene Aspekte, die damit verbunden sind, zu diskutieren. Wir haben im Dezember 2013 über die Bürgerinnen und Bürger von morgen diskutiert. Wir hatten Georg Dietz vom Spiegel hier, der, Sie erinnern sich vielleicht, im Kontext der Bundestagswahl 2013 damals gesagt hat, ich wähle nicht, das überzeugt mich alles nicht, ich finde niemanden, ich gehe da nicht hin. Und wir hatten zum Glück auch einige pointierte Gegenredner gegen diese These, die auf die Unterschiedlichkeit von Menschen, auf die Informationsbedürfnisse, aber auch die unterschiedlichen Informationsniveaus in dem Kontext hingewiesen haben, sicher auch was, auf das wir heute nochmal zurückkommen können. Vor einigen wenigen Monaten, im März 2014, haben wir uns über die Parteien und Politiker von morgen unterhalten. Wie müssen die eigentlich sein? Was erwarten wir von denen? Was können wir von denen erwarten? Was müssen die leisten? Was sollen sie auch leisten? Also das war sozusagen der zweite Aspekt in unserer Reihe. Und heute, und damit bin ich mittendrin bei unserem Thema, sind wir bei den Medien von morgen. Und da will ich jetzt eigentlich gar nicht allzu viel vorwegnehmen, außer dass ich sehr froh bin, dass wir auch zu diesem Thema, glaube ich, ein sehr spannendes Panel-Podium hier vorne zusammengestellt haben und ich sehr gespannt bin auf die Diskussion, die wir dann in den folgenden anderthalb Stunden, denke ich, hier gemeinsam führen können. Mein Dank vorweg gilt erstmal den Veranstaltern, mehr Demokratie, Sie haben Sarah Händel gerade gesehen, der Friedrich-Ebert-Stiftung Baden-Württemberg, Sabine Fandrich hier vorne, weil ich wirklich glaube, dass es mal eine spannende Gelegenheit ist, über diese sehr grundsätzlichen Fragen, die oft so ein bisschen mitlaufen, aber dass wir endlich mal in Ruhe darüber diskutieren können. Insofern vielen Dank dafür, dass dieses Forum hier geschaffen worden ist. Und in diesem Forum haben wir heute, ich habe es gerade schon angedeutet, vier sehr spannende Gäste, die ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen darf. Ich darf beginnen mit Ulla Fiebig hier vorne. Ulla Fiebig ist von Hause aus Juristin, aber eigentlich seit 1999 fest mit dem SWR verwurzelt, erst in Mainz, später dann in Berlin, zwischenzeitlich auch mal stellvertretende Pressesprecherin der ARD und jetzt seit einem halben Jahr etwa hier beim SWR in Stuttgart zurück, Leiterin der Abteilung Strategische Unternehmensentwicklung und damit natürlich
aufgrund dieser vielfältigen Erfahrungen, aber nicht zuletzt auch dieses aktuellen Jobs prädestiniert für die Diskussion heute Abend. Insofern ein erstes herzliches Willkommen an Ulla Fiebig heute Abend hier. Aus Berlin zu uns gekommen ist Ulrike Winkelmann. Sie hat Germanistik, Staatsrecht und Politikwissenschaft studiert und dann sehr schnell den Einstieg nicht beim SWR, sondern bei der TAZ gefunden. Sie war dort Chefin vom Dienst, Parlamentskorrespondentin, dann einen kurzen Abstecher zur Wochenzeitung Der Freitag gemacht. Hier steht jetzt noch, sie ist dann wieder zurückgegangen zur TAZ, das stimmt auch, sie hat mir aber gerade eben erzählt, ich darf sagen, oder, dass sie in Kürze die TAZ verlassen wird und zum Deutschlandfunk wechseln wird. Insofern hier nochmal eine ganz andere Perspektive, eigentlich aus der Sichtweise von Presse, Printmedien, aber jetzt ergänzt sozusagen, ich bin gespannt, was die Gründe dafür gewesen sind, sozusagen der Wechsel in den Rundfunk zum Deutschlandfunk, wie dem auch sei, auch Ihnen ein ganz, ganz herzlich willkommen heute Abend hier in Esslingen, Frau Winkelmann. Aus Tübingen zu uns gekommen ist Professor Dr. Bernhard Pörksen. Er ist dort Professor für Medienwissenschaft, Germanistik, Journalistik und Biologie studiert. Also ein spannendes Portfolio an der Stelle. Anschließend ein Volontariat gemacht beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, was Sie heute vielleicht als Chrismon ab und an in den Händen haben, was das Nachfolgeprodukt sozusagen an der Stelle ist. Er ist Professor des Jahres gewesen, das sage ich sehr gerne, wenn wir hier so einen hochdekorierten Kollegen haben, in der Kategorie Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften. Er kennt also auch die Medien aus sehr, sehr verschiedenen Perspektiven und Facetten. Insofern darf ich auch Sie, Herr Pörksen, heute Abend hier in Hesslingen sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Und last but not least, auf der anderen Seite zu meiner Linken, Gerd Mantei, Bankkaufmann und Redakteur, hat er mir eben nochmal gesagt. Er ist aktuell Mediensekretär bei Verdi im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, ist aber auch ausgebildeter Journalist, kennt also auch aus sehr verschiedenen Perspektiven unser Thema von heute, die Medien von gestern, heute und morgen. Insofern bin ich sehr froh, dass wir mit Herrn Mantei auch sozusagen nochmal eine andere Perspektive heute Abend hier in der Diskussion integrieren können und auch Ihnen insofern ein sehr, sehr herzliches Willkommen heute Abend hier in Esslingen. Zahlreiche Fragen drängen sich förmlich auf. Ich bin sicher, auch in Ihren Köpfen schwirren schon ganz, ganz viele umher, wenn Sie die Medien von heute und von morgen hören. Sie haben vielleicht diverse Einmeldungen heute gesehen oder gelesen, dass ein gewisser Ulrich H. heute seine Haft angetreten hat. Ein Außenminister, der eine Wutrede gehalten hat, die sehr prominent auf YouTube gelaufen ist. Wir haben eine Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt, die zum Teil sehr heftig kritisiert worden ist. Wir haben dagegen kaum Berichterstattung mehr über den Syrien-Konflikt. MH370 war mal irgendwas, redet auch irgendwie niemand mehr drüber. Ob noch irgendjemand Christian Wulff kennt, ich weiß es nicht. Aber das sind ja alles spannende Phänomene, die ganz, ganz eng mit Medien verknüpft sind. Ich will nur eins noch vorwegschicken und dann ganz schnell in die Diskussion einsteigen. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, Medien sollen Medium und Faktor im Prozess der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung sein. Motor und Sprachrohr ist so ein anderes Bild, was von der Seite auch immer wieder formuliert worden ist. Können Medien das heute noch sein? Motor und Sprachrohr der öffentlichen Willensbildung? Sie sollten es sein, sie müssten es sein, aber können sie es sein heute, morgen? Ich denke, das sind genau die Fragen, die uns heute Abend in spannender Art und Weise hier beschäftigen werden. Wir haben vereinbart, dass wir mit etwa 10-minütigen Eingangsstatements starten, dann hier oben kurz gemeinsam im Podium diskutieren, aber dann auch Sie sehr, sehr schnell in die Diskussion einbinden werden. Die Karten sind schon erwähnt worden, insofern will ich jetzt nur noch eins vorwegschicken. Sie dürfen gerne auch twittern, wenn Sie wollen, aus der Veranstaltung raus. Als Hashtag könnte man wegen politische Kultur im Umbruch die Medien von morgen sagen, wir nehmen PKIUMVM. Wir können auch einfach nehmen MVM, die Medien von morgen. Also wenn Sie twittern wollen, tun Sie das gerne, Sie dürfen es, Sie sind herzlich eingeladen. Die Medien von morgen, da gehört es sicherlich dazu. Wir haben vereinbart, Herr Pörksen beginnt, dann Frau Winkelmann, Frau Fiebig und Herr Mantei. Insofern bin ich jetzt am Ende. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Bin gespannt auf die Diskussion und würde Herrn Pörksen jetzt das Wort übergeben. Ganz herzlichen Dank.